Die Paralympics sind die wichtigsten Wettkämpfe im Behindertensport, auch für Annalena Forster. Am Bodensee aufgewachsen, Lenchen wird sie genannt, studiert in Freiburg, der Heimatstadt von Martin Fleig. Für die beiden deutschen Ausnahmesportler ist Training alles, Winter wie Sommer. Eine Übung fällt mir ein, an der Sprossenbahn tatsächlich, ist für den Bauch. Seine Sportart ist Skinordisch sitzend. Die Saison war klasse für ihn. Tolle Skierfolge im Weltcup, der Gesamtsieg 2017 im Biathlon, bei den Weltmeisterschaften dann zweimal Platz 1. Ich habe meinen Weg gemacht bisher und wenn es weiterhin so gut funktioniert, ist es auf keinen Fall irgendwie ein Schicksalsschlag oder so oder irgendwie negativ. Ich bin da eigentlich ein recht positiv eingestellter Mensch. Medaillenhoffnung bei den Paralympics ist ein großes Wort. Aber die behinderten Sportler des 24-köpfigen deutschen Athletenkaders sind ehrgeizig und stolz auf ihre Paraleistungen. Egal ob Bronze, Silber oder Gold. Erfolg selbst ist für mich einfach, wenn ich meine Trainingsleistung abrufen kann. Ich habe immer irgendwie versucht, für mich einen Weg zu finden, wie es halt für mich geht. Annalena fehlt ein Bein ganz und ein Teil des anderen Oberschenkels auch, von Geburt an. Ski fährt sie alpin im Monostyle mit Krückski. Es ist auch so, dass du im Sport, auch im Behindertensport, ohne die Unterstützung von außen, glaube ich, gar nicht so richtig zu Fach kommen würdest. Und deswegen braucht man den Support von außen, von allen möglichen Leuten. Auch unbedingt, finde ich. Das ist ein großer Bestandteil für mich persönlich. Ist Familie und meine Freundin auch sehr wichtig. Ich habe kein Problem mit dem Wort Behinderung. Es ist einfach eine Behinderung und die habe ich halt von Geburt an. Ganz vereinfacht erklärt bedeutet das, dass meine Wirbelsäule im Bereich der Lendenwirbel unterbrochen ist. Da war halt einfach so ein Loch in meinem Rücken und somit konnte auch das Hirnwasser nicht abfließen über den Spinalkanal. Und deswegen habe ich hier auch so einen Schand, wo das Hirnwasser abfließen kann. Alexander Ehler ist auch so ein Supersportler unter erschwerten Bedingungen. Ein gesunder Biathlet war er, startete im Wintersport für seine Heimat Kasachstan. Dann kürzte ein Motorradunfall sein Bein. Und heute sein Traum Paralympia für Germany. Mit 48 Jahren, er ist der Älteste im Team. Olympische Spiele für mich im Kopf immer, ganze Leben. Und dann für Deutschland, ich bin auch stolz, weil sie meine Kinder schon viele Jahre in Nationalmannschaft für verteidigen deutsche Fahne. Sie ist blind, aber hält ihm perfekt das Mikro unters Kinn. Sie sieht nichts mehr, seit sie 9 ist, aber sie schießt wie ihre großen Vorbilder im Biathlon. Magdalena Neuner, weil die eben auch 2010 so ihren Höhepunkt hatte und da habe ich ganz viel auch schon mitverfolgt, Biathlon. Und sie war schon immer also ein Vorbild für mich und aber inspiriert hat mich auch immer Laura Dahlmeier jetzt. Für mich ist ganz klar Biathlon Teamwork, weil wir einfach immer zu zweit sind. Mein Begleitläufer, der vorne wegläuft und permanent Kommandos gibt, damit ich ausschließlich seiner Stimme folgen kann. Und ohne ihn wäre das einfach überhaupt nicht machbar. Und wenn wir zusammen erfolgreich sind, wenn wir auf dem Podest stehen, dann bekommen wir auch beide eine Medaille. 5 behinderte Athleten aus Baden und 2 Begleitläufer. Sie starten im Nationalskiteam immer wieder. Nicht nur in Südkorea, das schon fast wieder Geschichte ist. Die Paralympic-Athleten erlebt man sehr direkt und bewusst. Mit dem, was sie ganz persönlich ausmacht. Für sie ist Leistungssport ihr ganzes Glück. Und deswegen bin ich auch schon ein Stück weit dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte und dass ich auch schon so erfolgreich war, gerade im letzten Winter. War ja bombastisch für mich und das gibt echt so ein bisschen auch das Gefühl zurück, okay, das hast du genau richtig gemacht. Ich wüsste nicht, wie ich den Tag überstehen würde, ohne aktiv zu sein. Ich persönlich finde, das ist kein Schicksal. Das war halt so gewollt von der Natur, gerade bei mir, dass ich das von Geburt an habe. Momentan wollte ich jetzt nicht tauschen mit jemandem, weil ich habe so viel erlebt mit der Behinderung und mir geht's gut und ich finde, das ist die Hauptsache einfach, ja. Und die ganzen Entscheidungen, die dafür nötig waren, die waren goldrichtig.